Let me holla at you, Player. Willkommen zurück bei WWE 2K24 My GM Mode. Und wir sind auf dem Weg nach Payback. Ich habe mir ganz ein bisschen meinen Roster angeguckt. Der Sheamus ist unglaublich populär, der neue Intercontinental Heavyweight Champion. World Heavyweight Champion Logan Paul ist ja auch bei 92. Tiffany Stratton ist der Stern meines Universums. Und liebes LTV-Universum, wir sind jetzt mit dem Ziel beauftragt worden, ein Extreme Rules Match zu booken. Ich fände es ja gut, wenn ich so eine Show-Historie hätte, wenn ich nochmal genau gucken könnte, was habe ich in der letzten Woche gebookt. Hatte ich da nicht schon Tiffy gegen Thea Extreme Rules? Jetzt sollen wir schon wieder Extreme Rules booken. Wir sind hier nicht bei ECW. Ich habe Rhea Ripley ein Match gegen Selina Vega versprochen. Darauf sollte ich achten. Der Vertrag vom alten Tavish läuft bald aus. Und von Billy Slugger auch. So, Rhea kriegt das Match gegen Selina. Das, ja, dann kriegt Rhea Ripley. Mit Rhea Ripley will ich auch durchaus mal ein Extreme Rules Match eingehen. Da geht es dann auch um den Titel. Ja. Hat jetzt nicht den größten Hintergrund des Problems. Wir können es uns nicht leisten. Wir haben keine 20.000 Dollar. Wir können kein Extreme Rules Match booken. Wir haben nicht genug Geld. Scheiße. Dann werde ich Triple H's Ziel nicht erreichen können. Dann kriegt Selina trotzdem das Title-Match im Main-Event. Irgendwas muss ich auch für Payback aufbauen. Logan Paul und Randy Orton können nach wie vor sich hier ein bisschen verbal in die Haare bekommen. Orton Richtung Paul. Wir brauchen mehr Geld, deswegen wird es wieder Werbung geben. Werbung gemacht durch gute Billy Slugger. Ich nutze ihre Social Media Präsenz, um hier ein bisschen meine Produkte an den Mann zu bringen. Wir haben noch die Fehde zwischen Tiffany Stratton und Thea Hale, wo Tiffany Stratton aber alle Matches gewinnt. Aber dann kann man mal noch eine Promo machen. Thea fordert einfach Tiffany Stratton nochmal heraus. Guckt die Thea so ernst auf dem Bild. Das kennt man doch gar nicht von ihr. Aber ich finde es gut. So, und dann Austin Theory kriegt ein Rematch um den Intercontinental Title im Opening Contest von Friday Night SmackDown Player, und ein Tag Team Match gehört da natürlich auch dazu, wenn ich dann irgendwelche Tag Team Rivalries starte, die ich gar nicht haben möchte. Ich habe auch nicht genug Leute dafür. Gut, dann book ich keine Tag Team Matches, die stören sowieso nur. Dann gibt es ein Singles Match. AJ hat den alten Tavish jetzt schon zweimal besiegt. Ich habe ja sonst nichts zu tun für ihn. So, Chelsea Green kriegt einfach mal ein Match gegen Ivy Nile. Da hat es mal nicht nur mit Jobbern zu tun. Und in der Midcard gibt es dann einfach mal... Ja, wir haben nicht viel zu tun. Ich könnte noch irgendeinen Jobber verpflichten. Ja, dann muss ich nochmal einen Jobber verpflichten. Kommen wir nicht drum rum. Gegnerin für Tiffany Stratton. Northern Light könnte ich nochmal verpflichten. Oder hier Jackson Smooth. Braun Breaker muss mal wieder ein bisschen aufgebaut werden. Der wird jetzt nicht mal für eine Woche unter Vertrag. Und Jobber-Matches gehören zu jeder Wrestling-Show. Ich finde das schlimm, wenn es kaum Jobber-Matches heutzutage noch gibt. So alte Shows, Superstars und so. Das braucht man, um Leute over zu bringen. Deswegen Jobber-Matches. Wer da mit der Nase rümpft, hat mit meinen Augen keine Ahnung von Wrestling. So, Braun Breaker gegen Jackson Smooth. A smooth criminal? Annie, are you okay? So. Buchung bestätigen, 6.000 Dollar. Besser als wenn ihr halt jede Woche irgendwelche 20-minütigen Matches, wo man jeden Move 30 Mal sieht, wie bei AEW, wo man nach zwei Wochen alles gesehen hat, was es gibt. Dann noch lieber ein paar Jobber-Matches, die Leute auch wirklich overbringen. Und dann bei den Pay-Per-Views, bei den PLEs, wenn die Leute dafür bezahlen oder wenn es da spezielle Anlässe gibt, dann soll man alles raushauen. Es kann nicht jeder Weekly Show der Main Event von Starrcade 85 sein. Es kann nicht jede Main Event Ausgabe hier. Es kann nicht bei jeder wöchentlichen Show direkt aus allen Kanonenrohren geschossen werden. So, wir sehen jetzt mal Jimmy Uso gegen Triton. Eine neue Rivalität. Ich weiß nicht, was das jetzt hier bringen soll. Und Jimmy Uso besiegt den Triton. 2,5 Sterne, Wohltätigkeit. Umberto Carrillo, eine schwache Promo, 1500 Fans dazu gewonnen. Dijak trifft auf Kombucha. Ja, hier gibt es auch Jobber-Matches. Kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Der Jobber gewinnt allerdings. Ja, das ist dann der 1-2-3-Kid-Moment. 2 Sterne kriegt er hier. Brown Strongman mit einer Wohltätigkeitspromo, die war okay. 3750 Fans dazu gewonnen.
Ja, ihr habt gemerkt, ich habe mich gerade eben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau hingucken soll. Es gibt nämlich ein World Heavyweight Title Match. Die Show ist vollgepackt mit tollen Sachen hier bei Raw, wobei an Star Power mangelt es schon ganz schön. Aber die kann man sich ja vielleicht auch aufbauen, unter anderem mit Jobber-Matches, wofür sie ja da sind. So macht man Stars. Blair und Piper, das ist ein Tag-Team, wo ich mich auch mit anfreunden kann. Die treffen hier auf die Women's Tag-Team Champions Zoey Stark und Roxanne Perez. Der Titel steht allerdings nicht auf dem Spiel. Die Champions gewinnen trotzdem. Auch schön, dass sie jetzt mal wieder miteinander teamen, dass nicht Zoey die ganze Zeit mit Charlotte rumläuft. Das war ein bisschen eine konfuse und verwirrende Situation. So ein Cruiserweight-Match wird hier angekündigt. Chosen fordert Humberto Carrillo heraus. Das könnte ich mir durchaus angucken. Auch wenn Humberto Carrillo so viel Charisma wie ein Bierdeckel hat. Die Promo war gut. Rivalität erreicht Level 1. Und jetzt im Main Event um den World Heavyweight Championship. Lorenzo gegen Ivar. Wird der Wikinger jetzt hier der World Heavyweight Champion? Nein, Channing Stacks. Lorenzo. In einem 4-Sterne-Match verteidigt er seinen Titel. ECW. Uncle Howdy verteidigt den Television Title. On Television gegen Montel Vontavious Porter. Der ECW Tag Team Titel steht auf dem Spiel. Paul Heyman stopft die Show jetzt auch von oben bis unten voll hier. Die Tag Team Titles stehen auf dem Spiel. Baron Corbin und der World Heavyweight Champion Montez Ford verteidigen gegen Bray Wyatt und Akira Tozawa. Eine unorthodoxe Paarung. Tozawa, ich dachte, er würde mit Otis taggen wollen, aber das war wohl eine einmalige Sache. Gucken wir mal, was es hier gibt. Und tatsächlich, Wyatt und Tozawa holen hier die Tag Team Titels. 3,5 Sterne, eine neue Rivalität. Eigenwerbung von Natalya, eine okaye Promo plus 1 Popularität. Und Raquel und Alexa wresteln zum 1000. Mal gegeneinander. Da haben wir jetzt Raquel siegreich. Isla Dawn und Wendy Chu, die hatten doch schon eine Storyline. 3 Sterne gibt's hier. Eine Herausforderung von Wendy Chu an Isla Dawn. Die Rivalität nimmt wieder zu von 2 auf 3. Komisch, man hat eine Rivalität und er beendet sie und dann geht sie wieder von vorne los. Dann hätte man es auch irgendwie fortführen können oder auf Level 4 halten können. Oder die hat noch schon Level 4, oder glaube ich. So, Rich Holland gegen Finn Balor, ein englisch-irisches Duell hier. It's over. Finn Balor besiegt Rich Holland. 2,5 Sterne. Eigenwerbung für Isla Dawn. Alba Fire ist hier gar nicht zu sehen bei ECW. Eine okay Promo plus 1 Popularität. Und der Television Title on the line. Kein Gimmick-Match hier bei ECW diese Woche. Uncle Howdy gegen Montel Vontavious Porter. Und MVP gewinnt tatsächlich den Titel. Ist das jedes Mal ein Titelgewinn oder kann das auch ein DQ-Sieg sein? Hier wird allerdings der Gürtel eingeblendet. Deswegen neuer ECW TV Champion. MVP. 3,5 Sterne. Titelwechsel hier. Crash TV bei WCW. Diesmal ausnahmsweise mal kein einziges Titelmatch. Im Opening Contest JD McDonald und Damon Camp, die Tag Team Champions gegen Josh Briggs und Ilya Dragunov. Ich finde es gut, dass das Spiel sich ja zumindest merkt, wer hier als Tag Team agieren soll. Ilya und Josh gewinnen in einem 3-Sterne-Match. Eine Herausforderung dann allerdings von Carl Anderson in Richtung Ilya Dragunov. Der kam dann scheinbar raus, als er noch auf dem Weg in den Locker Room war. Eine okay Promo plus 1 Rivalität. War trotzdem ein bisschen komisch gebuckt hier. Dann Luke Gallows mit einem neuen Partner, mit Lurch Evans. Der sieht aus, als käme er eine Mischung aus 80er Jahre Rockstar und Obdachloser. Die wrestlen gegen Damian Priest und Solo Sikoa, die ja verschiedene Titel tragen. Warum die jetzt hier zusammen gegen Gallows und Evans wrestlen? Aber sie gewinnen auf jeden Fall. Demonstrieren ihre Dominanz. Das ist jetzt eine neue Rivalität, die wir, glaube ich, nicht ausbauen müssen. Duke Hudson mit Eigenwerbung. Gute Promo, Popularität plus 2. Omos gegen Sami Zayn. Ja, Sami Zayn hat doch vor ein paar Jahren öfters gegen Braun Strowman gewrestelt. Jetzt besiegt er tatsächlich Omos. Wie auch immer er das geschafft hat, kommt dafür 2 Sterne. Gigi Dolan, die kann auch mal zur Sprechstunde kommen. Die hat ja allerdings eine schwache Promo abgeliefert. Da braucht sie vielleicht ein bisschen Nachhilfe. Popularität 0. Und im Main Event Fallon Henley gegen Xia Li. So, süß und sauer gegen Barbecue-Soße hier. Wer gewinnt hier das Main Event Match? Es ist Fallon Henley, die Xia Li besiegt. 3-Sterne-Match. Die Rivalität wurde ausgebaut. Jetzt unsere Show. 2 Titelmatches. Ach, scheiße, ich habe vergessen, dass hier der Intercontinental-Titel auf dem Spiel stehen sollte. Ja, gut, dann haben wir nur ein Titelmatch. Das habe ich verkackt. Sheamus gegen Austin Theory. Und das wäre auch kein Titelwechsel gewesen. Sheamus verteidigt. Oder er gewinnt das Non-Title-Match. Damit hat Austin Theory sich dann vielleicht auch kein Rematch verdient. Eine automatische Rematch-Klausel haben wir hier vielleicht nicht, können wir einfach mal so sagen. 3-Sterne-Match dennoch. Logan Paul und Randy Orton, eine ausgezeichnete Promo.
Aber warum wird die Rivalität dadurch nicht gesteigert? Ist sie schon auf dem höchsten Level am Kochen? Chelsea Green gegen Ivy Nile. Chelsea Green gewinnt. Kommt auch nicht so ganz wirklich zu Rande. 1,5 Sterne, eine neue Rivalität. Werbung durch Billys Lager bringt uns 10.000 Dollar. Popularität minus 6. Aber sie ist ja sowieso nur temporär hier. Ein Werbegesicht. Jackson Smooth. Ich habe angepriesen, warum Jobber-Matches wichtig sind, warum man Jobber-Matches braucht. Und Jackson Smooth lässt sich jetzt hier mal von Braun Breaker wegfrühstücken. Braun Breaker gewinnt. Das wird seiner Popularität zugutekommen. Ein 1,5 Sterne Match, aber wie gesagt, es muss nicht jedes Match der Main Event von WrestleMania 17 sein. So, jetzt eine Herausforderung von Thea in Richtung Tiffany Stratton. Die will es nochmal versuchen gegen Tiffy. Eine okay Promo. Aber auch hier wird die Rivalität nicht gesteigert. Kann man die über Level 3 nicht so einfach hinausbringen? Der Women's World Title is on the line. Rhea motherfucking Ripley gegen Zelina Vega. Warum Zelina jetzt ein Titelmatch sich verdient hat, weiß man nicht. Und sie holt sich tatsächlich den Titel. Rhea Ripley hat den Titel verloren. Das gibt's doch nicht. Zelina Vega hat den Women's Title gewonnen. 2,5 Sterne. Rhea Ripley flippt aus. Kannst nicht glauben. So, wir haben 3 Sterne, 1,5 Sterne, 1,5 Sterne, 2,5 Sterne. Bei Raw 2,5, 2,0, 2,5, 4,0. Bei ECW 3,5, 3,0, 2,5, 3,5. Bei WCW 3,0, 2,0, 2,0, 3,0. So, hier 3 Sterne Popularitätsgewinn für Sheamus, als es überhaupt noch höher geht. Warum ist die Zahl bei Austin Theory grün und bei Sheamus weiß? Ich weiß es nicht. So, die Popularität, nee, die Fehde ist wohl doch jetzt auf 4, auf Level 4, oder war sie vorher schon auf Level 4? Auf jeden Fall wird es das bei Payback geben, das sollte es ja sowieso bei Hell in a Cell schon geben. Bei Payback haben wir auch ein bisschen mehr Freiheit, da müssen wir keine Hell in a Cell Matches ankündigen, die wir da nicht haben können. Überlegen. Rhea Ripley wird natürlich auch auf Revanche aus sein. Tiffany Stratton und Thea Hale können, da können es vielleicht mal um die Women's Tag Team Titles gehen, dass Thea Hale sich eine Partnerin sucht, aber das wird das Spiel wahrscheinlich nicht verarbeiten können. Das Spiel sieht nur Singles-Fehde, dann können wir da keine Tag Team-Fehde rausmachen. Chelsea Green hat nach wie vor nicht viel zu tun, gewinnt aber hier gegen Ivy Nile, 1,5 Sterne Wertung. Braun Breaker gewinnt an Popularität hinzu. Wahrscheinlich, oder an Moral gewinnt er hinzu. Wie steigert sich denn die Popularität? Ich würde da gerne konkrete Zahlen sehen, dass jetzt steht plus 1 oder plus 2. Jackson Smooth, schön dich kennengelernt zu haben, kannst gerne irgendwann mal wiederkommen. 1,5 Sterne und im Main Event Rhea Ripley gegen Selina, an 2,5 Sterne eine neue Rivalität. Und Rhea, der hat ja sowieso ganz schön an Popularität einbüßen müssen, verliert jetzt auch tatsächlich den Titel. 93er Wertung, 45.000 Fans und 50.000 Dollar für Monday Night Raw. Ivar sagt, pff, Glückstreffer, versuch's ruhig nochmal, Channing Lorenzo, passiert mir nicht zweimal. So, bei ECW eine Wertung von 142.000 Fans und 64.000 Dollar. The Realist Wendy, das sind auch die echten Twitter-Tags, interessiert wirklich irgendjemanden, was Isla Dawn zu sagen hat. Bray Wyatt und Akira Tozawa sind als Tag-Team unschlagbar. Player, Raquel Rodriguez hatte nur Glück, nächstes Mal läuft's aus. Bisschen ironisch, dass ausgerechnet meine einer hier als Teddy Long keine Tag-Team-Titel mehr hat, keine Tag-Team-Matches bookt. Aber vielleicht wird es bald ein Match geben, jemand geht one-on-one with The Undertaker. So, und wir sehen WCW, 94er Wertung, 41.000 Fans hinzugewonnen, 63.000 Dollar gewonnen. WCW war richtig gut, weiter so. Ich vermisse Bailey, gute Besserung. War irgendeine Eilmeldung, was stand da so? 82er Wertung für uns. 30.000 Fans gewonnen und 73.000 Dollar gewonnen. Die Zuschauer haben Austin Theory abgelenkt. Sheamus hat das zu seinem Vorteil genutzt. Wie erbärmlich. Grayson Waller sagt, keine große Überraschung, dass Austin Theory gegen Sheamus verloren hat. Grayson Waller kann immer noch nicht seine Klappe halten. Vielleicht will er doch nochmal zurückkommen. Tiffany Stratton, sag mir das nächste Woche ins Gesicht, wenn du dich traust. Ich hatte, in meiner Fantasie stand die sich gegenüber. Scheinbar gibt es immer nur Promos in eine Richtung, keine richtigen Promo-Duelle. Das müsste es geben. Es gibt hier immer noch zu wenig Möglichkeiten irgendwie. Ich hätte jetzt gerne... Aber gut, in meiner Fantasie sind das manchmal Promoduelle. Nicht immer nur Einbahnstraße. Aber gut, wir haben immer noch die wenigsten Fans, immer noch das wenigste Geld bei WCW. Eric Bischoff, ja, Controversy Creates Cash, der sammelt sein Geld. Bei ECW haben wir nach wie vor keine Women's Champions, aber das wird es vielleicht noch geben. Wir sind in Pittsburgh, Pennsylvania. Ich mache mir einen Termin bei Dr. Britt Baker, obwohl die arbeitet ja, glaube ich, woanders. So, Paul Heyman will uns wieder abfacken. Eine konkurrierende Brand kann in der Show nächste Woche Tiffany Stratton nicht benutzen. Das macht er jetzt bei SmackDown. Tiffany Stratton kann diese Woche nicht an der Show teilnehmen. Ja, besser jetzt als bei Payback. Paul Heyman vielleicht schlechtes Timing gelegt. Danke für das Match gegen Baker, hat echt Spaß gemacht. Das sagt sie jetzt, nachdem sie ihren Titel verloren hat. Das ist auch nicht ganz passend.
Sehe ich auch so, es war übrigens ein tolles Match. Rhea Ripley, ihre Moral steigt. Ja, sie hat bekommen, was sie wollte, dass sie verloren hat. Das macht sie vielleicht mit sich selber aus. Bea Hale, endlich zurück in Pittsburgh. Ganz kaum erwarten, ist sie denn aus Pittsburgh? Sie will ihren Fans eine große Show liefern. Tiffany Stratton ist nicht dabei, damit Bea Hale hier gegen Chelsea Green wresteln. Ilya Dragunov, der Zar. Hi Long, schön bei dir und SmackDown zu sein. Hat er nicht gerade ein Programm gestartet mit irgendwem? Mit Carl Anderson? Ich scharre schon mit den Hufen, kann mein erstes Match kaum erwarten. Hatte ich ihm nicht zugesagt, dass ich ihn verpflichten wollen würde? Ich weiß schon gar nicht mehr, was im letzten Video genau passierte. Habe ich. Ilya Dragunov ist zu uns gewechselt. Gut, $84.000, die letzte Show hier vor Payback. Ein bisschen Payback-Punkte noch sammeln. So, wir haben jetzt ein Sonderangebot, den Großteil der Fans beibehältst. Aber wir verlieren doch Fans nicht. Da ist auch ein Rechtschreibfehler. Bei behetzelst, steht da. So, Hinterhof-Crew. Ist noch alles zu früh. Ich kenne da wen. Du erhältst sofort 2 Talent-Scouting-Punkte. Anfängerglück. Erhöhe die Beliebtheit des am wenigsten beliebten Superstars um 5. Das kaufen wir uns einfach mal. Das machen wir jetzt einfach mal. Luck of the Irish geht an Ivy Nile. Die bekommt ein paar Popularitätspunkte hinzu. Wir können an der Show-Logistik arbeiten. Aber ich glaube, das sparen wir uns für den PLE auf. So, Dia Hale in ihrer Heimatstadt. Hat doch griechische Wurzeln, die Dame habe ich gelesen, aber sie kommt eigentlich aus Pittsburgh. So, buche deinen beliebtesten Superstar mit folgenden Eigenschaften diese Woche nicht für ein Match. Spezialist. Den beliebtesten Spezialisten sollen wir nicht buchen. Wer ist denn der beliebteste Spezialist? Der. Spezialist auch nur männlich, ne? Tavish ist der beliebteste Spezialist. Dann kriegt er kein Match, der wird ja bald eben wahrscheinlich gar nicht mehr bei uns dabei sein. So, muss Bea Hale soll wrestlen direkt im Opening Contest gegen Chelsea Green. Dann können wir zumindest die Story mit Tiffany Stratton ein bisschen frisch halten, auch wenn Tiffany Stratton jetzt nicht dabei ist. Und Bea Hale darf dann auch direkt eine Promo machen in Richtung Stratton, auch wenn Stratton nicht dabei ist. Man muss. Kann ich das jetzt nicht machen? Warum kann ich Dia Hale jetzt nicht schon mal, nicht nochmal buchen? Weil sie gerade. Warum kann Dia Hale jetzt keine Promo machen gegen Tiffany Stratton? Weil sie gerade gerestet hat oder was? Geht das jetzt nicht mehrfach? Es geht scheinbar nicht mehrfach. So, der Zar ist da und macht ein bisschen Eigenwerbung für sich. Ilya Dragunov. Er fordert ein Match für Payback. Im Main Event gibt es jetzt einfach mal ein Rematch und den Women's World Title Selena Vega nochmal gegen Rhea Ripley. Vielleicht wechselt der Titel direkt zurück. So, was haben wir noch für Versprechen oder dergleichen? Dia Hale. Austin Theory möchte ein Match gegen Sheamus. Hat er gerade eins bekommen, das haben wir schon abgeschlossen. Fans, die deine Show in dieser Woche gewinnt oder verliert, steigt erheblich an, ist eine Belohnung. Achso, wenn ich Triple H das Ziel erreiche. So, Tavish und Styles ist abgekühlt. Orton und Paul ist abgenutzt. Was heißt abgenutzt? Kann ich das jetzt nicht noch bis Payback aufbauen? Ist das jetzt negativ, was abgenutzt ist? Können wir das nicht auf Level 4 jetzt noch halten bis Payback? Es gibt nochmal eine Promo von Logan Paul gegen Randy Orton. Das wird dann der Main Event bei Payback sein. Wir brauchen noch ein bisschen Werbung, ein bisschen Geld. Das Geld bringt uns Billy Slugger einmal mehr. Das ist unser neues Werbegesicht. Und dann machen wir noch ein paar Männer-Matches. Tag Team Match Player. Wenn es jetzt Sheamus wrestelt mit AJ Styles gegen Austin Theory und Tavish nochmal. Obwohl Tavish soll man ja nicht einsetzen. Dann ging Braun Breaker. So. Hoffen wir, dass das jetzt nicht erreichen des Commissioner-Ziels. Wieso das denn? Weil es doch noch einen beliebteren Spezialisten. Ne, AJ Styles ist der beliebteste Spezialist. Ne, dann dürfen wir AJ Styles nicht nutzen. Müssen wir AJ Styles hier rausnehmen. Schadet mir das jetzt, wenn ich Randy Orton jetzt hier nutze? Ne, dann müssen wir da. Können wir doch kein Tag Team Match machen, Player. Triple Threat und Fatal 4-Way Matches möchte ich nicht. Sheamus wrestelt dann einfach gegen Tavish. Ein auch britisch-irisches Duell.
Titel steht nicht auf dem Spiel. Da können wir allerdings ein Eingreifen gucken. Da greift Austin Theory ein. Wenn wir das auch beim PRI noch bringen, auch wenn Austin Theory verloren hat, dann kann er jetzt Sheamus noch mal ein bisschen reizen. So. Braun Breaker brauchen wir noch wieder einen kleinen Snack. Braun Breaker wrestelt gegen Gunther McGurder. Ist nicht der Ringgeneral. Ist hier eine Reise zurück in die 80er Jahre mit den, in die 90er Jahre mit den ganzen Berufsgimmicks. Der Bauarbeiter Gunther McGurder gegen Braun Breaker. Und los geht's. So, Thea Hale in ihrer Heimatstadt gegen Chelsea Green. Bei Payback wird Thea gegen Tiffany Stratton wrestlen. That's it. Thea Hale macht kurzen Prozess mit Chelsea Green. 2-Sterne-Wertung. Ilja Dragunov ist angekommen mit einer okayen Promo. 2 Pluspunkte Popularität. Er erwartet einen Gegner bei Payback. Sheamus gegen Tavish. Eingriff durch Austin Theory. Und das führt zum Sieg von Tavish gegen den Intercontinental Champion. 3-Sterne-Match. Neue Rivalität. Hätte es die Rivalität nicht vorher schon geben sollen. Auf jeden Fall jetzt bleiben wir da bei Level 4. Eine okay Promo nochmal Logan Paul und Randy Orton mit einem letzten Wortgefecht vor Payback. Und dann Gunther McGurder gegen Braun Breaker. Das ist ein Sieg für Braun Breaker. Langweilig. Das sollte jetzt keine neue Rivalität werden. Billy Slager macht nochmal Werbung, verliert Popularität, bringt uns nochmal $8,750. Ich hoffe, dass es mehr als sie pro Woche kostet. Und jetzt ein Rematch. Rhea Ripley gegen Selina Vega. Und Selina Vega verteidigt den Titel. Rhea Ripley auf einer Abwärtsspirale im Moment. 3 Sterne, die Rivalität nimmt zu. Und bei WCW gab es jetzt hier ein Tag Team Match. Tornado Tag Team Match Player. Damon Camp und JD McDonough gegen Carl Anderson, Josh Briggs. Was sind das für random Matches? Duke Hudson greift ein. Ja, er greift da für wen ein? Carl Anderson und Josh Briggs gewinnen dieses Match. Eigenwerbung Shayna Baszler. Okay, Promo plus 2. Noch ein Rematch Omos gegen Sami Zayn. Sami Zayn gewinnt schon wieder gegen Omos. 3 Sterne. Herausforderung von Gigi gegen Bayley. Bayley ist wieder da. Konnte man sie gar nicht einsetzen. Als Verletzter konnte sie auch keine Promos machen. Auf jeden Fall jetzt die Rivalität nimmt zu. Hat scheinbar nicht allzu viel verloren in Bayleys Abwesenheit. Jetzt Level 3. Eine gute Promo. Ein Midcard Tag Team Match. Solo und Damien, die Double Champions. Nochmal gegen Gallows und Lurch Evans. Mit den fettigen Haaren. So, Damien und Solo gewinnen. 2,5 Sterne. Popularität nimmt zu. Und nochmal das Main Event. Nochmal Fallon Henley gegen Xia Li. Diesmal gewinnt wieder Fallon Henley. 1,5 Sterne, meine Güte. ECW, diesmal ohne Titelmatches mit einem Tables Match. Und nochmal ein Tag Team Match Player. Bray Wyatt und Akira Tozawa gegen Baron Corbin und Montez Ford. Und Akira Tozawa und Bray Wyatt gewinnen das Match. Es war kein Titelmatch. 3,5 Sterne Wertung. Otis mit Eigenwerbung. Gute Promo plus 2. Nochmal Holland gegen Bella. Rich Holland kann das Match für sich entscheiden. 3 Sterne, die Rivalität hat Level 4 erreicht. Geht auch ein bisschen hin und her. Eigenwerbung von Raquel Rodriguez. Okay, Promo. Popularität plus 1. Ein Tables Match. Isla Dawn gegen Wendy Chu. EC-Dub, EC-Dub, EC-Dub. Wendy Chu mit dem Splash durch den Tisch. Die Rivalität erreicht Level 4. 3,5 Sterne. Eigenwerbung Natalia plus 1. Promo-Bewertung gut. Und nochmal ein Tables Match. Uncle Howdy gegen MVP. Der Titel steht allerdings nicht auf dem Spiel und MVP schickt Uncle Howdy durch den Tisch. 3,5 Sterne. Allerdings hat Uncle Howdy sich für 2 Wochen verletzt. Wird er wahrscheinlich Payback verpassen. Kein Titelmatch auch bei Raw. Charlotte Flair im Opening Contest im Blondinen-Duell gegen Scarlett Bordeaux. Charlotte Flair noch, glaube ich, mit keinem Titelmatch. Gewinnt hier auch das Non-Title-Match gegen Scarlett. 2,5 Sterne. Eigenwerbung durch Kombucha. Eine okay Promo-Popularität plus 1. Lucha Libre hier im Midcard-Match. Chosen gegen Humberto Carrillo. Cruiserweight Action und Humberto Carrillo kann endlich mal ein Match gewinnen. 1,5 Sterne. Die Rivalität nimmt zu von Level 1 auf Level 2. Eine Herausforderung nochmal von Ivar in Richtung Channing Stacks Lorenzo. Zwar allerdings eine schwache Promo. Die Rivalität erreicht dennoch Level 2. Ein Midcard-Match. Zoe Stark und Roxanne Perez gegen Piper Niven und Blair Davenport. Also ich glaube, die haben ja bei Raw die beste Women's Tag Team Division, zumindest sinnvolle Teams. Mir gefällt halt das Team aus Blair und Piper sehr gut. 2,5 Sterne, die Tag Team Champions gewinnen in dem neuen Title Match.
Eigenwerbung. Santos Escobar ist auch noch da. Das war eine ausgezeichnete Promo. Popularität plus 4. Und jetzt im Main Event Jimmy Uso gegen Braun Strowman. Ein reguläres Singles Match und Braun Strowman weiterhin dominant. Gewinnt das Match. 3,5 Sterne. Eine neue Rivalität wurde gestartet. Und jetzt die Zusammenfassung der Ergebnisse. Wir hatten 2 Sterne, 3 Sterne, 1 Stern, 3 Sterne. Das war ein schlechter Auftakt. Die Midcard hat den Auftakt deiner Show übertroffen, was für einen schwachen Start und ein verwirrendes Tempo gesorgt hat. Andersrum hätten diese beiden Matches einen besseren Einstieg in deine Show abgegeben. Aber es gab jetzt dieser Faktor, dass Thea Hale in ihrer Heimatstadt ist. Der wurde halt nur von ihr beachtet. Die Fans in der Stadt haben das scheinbar nicht beachtet. Ich wollte den Fans was Gutes tun. Hat nicht ganz funktioniert. Eigenwerbung. Ilya Dragunov, 2500. Also was sage ich jetzt mal? 2 Sterne. Das Midcard-Match mit Eingriff durch Austin Theory, 3 Sterne. Tavish hat gewonnen. Dann die Herausforderung von Orton Richtung Paul oder andersrum. Dann Braun Breaker in einem 1-Stern-Match hat der Gunther McGurner besiegt. Werbung und Selina Vega hat den Titel gegen Ripley verteidigt. 3 Sterne. Damit bekommen wir eine Wertung von 79 plus 27.000 Fans plus 71.000 Dollar. Thea Hale wurde begeistert vom Pittsburgh Publikum empfangen. Wir lieben sie hier. So, WCW 99er Wertung, 45.000 Fans und 36.000 Dollar gewonnen. Bailey sagt, du hast eine große Klappe, Dolan. Meine Fäuste werden die nächste Woche diese stopfen. Dann ECW 102 Wertung plus 48.000 Fans und 56.000 Dollar eingenommen. So, eine sehr vielseitige Show. Weiter so ECW, nur positive Stimmen hier weitestgehend. Und bei Monday Night Raw kriegen wir eine 91er Wertung, 37.000 Fans und finanziell plus 70.000 Dollar. Blair Davenport postet. Offensichtlich hat Charlotte Flair den GM angefleht, das Match mit mir abzusagen. Brauchst du so dringend einen Sieg? Was ist da los? Channing Lorenzo, der World Heavyweight Champion, Ivar's Trash Talk, hat die Fans atemlos zurückgelassen. Helene Fischer-Style, vor lauter Lachen und Gähnen. So, ich bekomme ein Network-Special. Die Fans, die deine Show in dieser Woche gewinnt oder verliert, steigt erheblich an. Eine Belohnungskarte, wir haben die wenigsten Fans. ECW auf 1, Big Foley auf 2, Eric Bischoff auf 3 und wir auf 4. Gilt das da eher, wer die meisten Fans hat oder wer das meiste Geld hat? Wahrscheinlich die Fans, ne? Sonst wäre ja Raw auf 1. Ja, WCW auf 1. Warum haben wir von allem am wenigsten? Selina Vega ist die neue Women's Championess und Logan Paul ist World Heavyweight Champion. Wir sind bei Payback und das gibt es beim nächsten Mal zu sehen. Paul Heyman, der hat es auf uns abgesehen. Schon wieder rivalisierende Brand. 3 zufällige Champions können nicht antreten. Selina Vega kann nicht antreten. Sheamus kann auch nicht antreten. Paul Heyman sabotiert uns hier schon wieder die Show. Mein Chelsea Green, das ist egal. Die hätte ich wahrscheinlich sowieso nicht gebucht. Sheamus hätte den Titel gegen Austin Theory verteidigen sollen. Selina Vega hätte den Titel gegen Rhea Ripley verteidigen sollen. Da sind schon wieder 2 Titelmatches, die sabotiert werden. Das ist doch unglaublich. Extreme Rules schon wieder immer gegen uns. So, hey Teddy, meine Zeit mit SmackDown ist ab dieser Woche zu Ende. Ich hatte hier nicht gerade die Zeit meines Lebens, aber ich wäre bereit, für 76.000 Dollar noch 5 weitere Wochen zu bleiben. Okay, sprechen wir über Zahlen. Teddy Long, cheap son of a bitch. Da wollen wir natürlich ein bisschen feilschen. Wie wäre es mit 53.000 Dollar? Das ist nicht genau das, was ich wollte, aber ich nehme es. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Dann haben wir den alten Tavish, das ist ein Veteran, den können wir gut gebrauchen, auch wenn seine Moral ziemlich sauer ist. Ich weiß nicht, wie sich das auf seine Leistung auswirken wird. Triple H, ja, du wirst nicht begeistert sein. Sheamus, Selina Vega, Chelsea Green können nicht antreten. Tut mir leid. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Logan Paul gegen Randy Orton kann stattfinden, das ist wichtig. Das ist auch die Sache, wenn man jetzt keine Tag Team Champions hat, dann ist man natürlich auch noch anfälliger für diese Karten, weil wir haben ja kaum Champions. Es wird das World Heavyweight Title Match geben können und das ist dann auch das einzige Title Match. Es gibt kein IC Title Match, Tag Team Champions haben wir sowieso nicht. Women's Title Match kann es nicht geben. Ja, Thea Hale gegen Tiffany Stratton kann stattfinden, das ist okay. Und dann werden wir wieder irgendeinen Gaststar halt holen müssen können. Sie lieben uns, Teddy. Meinst du nicht, dass es Zeit für den nächsten Schritt ist? Ich rede natürlich von besseren Effektpaketen, damit ich den nächsten Schritt zum Superstar machen kann. Zeit für meinen großen Auftritt. Mache ich. Logan Paul. Bin schon gespannt, wie unsere Fans während der Show abgehen. Aber das kann ich mir jetzt auch leisten. Braun Breaker hat schon Level 11. Ich habe in letzter Zeit hart gearbeitet, finde ich. Verdiene eine Chance auf den Intercontinental Championship. Ja, du musst jetzt Jawohl, der Champion ist ja nicht da. Ich sage, du bekommst in den nächsten 3 Wochen deine Chance. Dann könnte er vielleicht gegen Austin Theory wrestlen, auch wenn das schon wieder ein kaltes Heel versus Heel Match wäre. Er freut sich drauf. Dann werde ich halt irgendwie... Ja, wir brauchen 5 Matches. Die gibt es dann beim nächsten Mal zu sehen.
Und ja, ich habe Logan Paul versprochen, dass wir neue Effekte uns kaufen. Ich kann mir das allerdings nicht leisten. Erwartet er das jetzt sofort oder Logan Paul in den nächsten 2 Wochen? Okay, dann müssen wir ein bisschen Geld sparen, dass wir bessere Effekte haben. Stufe 3. Stratton gegen Hale kann stattfinden. Styles und Tavish können vielleicht nochmal ihre Rivalität nochmal aufheizen. Orton gegen Paul wird beendet. Die anderen müssen pausieren. Verlieren die denn dann auch an Levels, wenn Paul Heyman wieder jetzt reingrätscht mit dieser Karte? Rhea Ripleys Moral hat sich verbessert, auch wenn sie den Titel verloren hat. Austin Theory ist auch einigermaßen happy. Und beim nächsten Mal gibt es fleißig Payback-Punkte bei Payback. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das wird ein großer Spaß. Und dann wird danach auch schon die Road zum nächsten PLE gestartet. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht es gut. Bye, bye. Voila, schmeiß ich schon fast die Tasse.